Hey Leute, willkommen zurück bei dem zweiten Teil zum Thema Remote Viewing. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch zuerst an. Dieser bildet die Grundlage für das heutige Video. Falls ihr nicht mehr genau wisst, was wir dort besprochen haben, kein Problem, hier ist nochmal die Zusammenfassung. Wir erinnern uns zurück. Bereits seit Jahrtausenden wird an unserem Bewusstsein erforscht. Die bisherige Erkenntnis, unsere Wahrnehmung ist nicht auf unsere fünf Sinne beschränkt. Somit war der Grundstein für die Fernwahrnehmung gelegt. Die Fernwahrnehmung ist eine erlernbare Fähigkeit, um Objekte oder Prozesse wahrzunehmen, die nicht durch die fünf Sinne erfassbar sind. Dabei ist es egal, wo sich das Objekt räumlich oder zeitlich entfernt befindet. Dieses enorme Potenzial erkannte die CIA relativ schnell und startete groß angelegte Forschungen mit dem Ziel, die Fernwahrnehmung zur Spionage anzuwenden. Nach Veröffentlichung der Daten schwappte dieses Wissen allmählich auch nach Deutschland und heute, 2017, gibt es die Möglichkeit, auch für die Öffentlichkeit Remote Viewing zu erlernen, auch wenn das Thema noch relativ unbekannt ist. Das war grob zusammengefasst der Inhalt des letzten Videos. Ich hoffe, ihr seid nun wieder auf dem neuesten Stand. In dem zweiten Teil schauen wir uns an, wie genau Remote Viewing funktioniert. Also wie bekommt man Zugriff auf das Informationsfeld, wie kann man daraus Erkenntnisse bekommen und wie funktioniert Remote Viewing eigentlich praktisch? Im Anschluss zeige ich euch die Möglichkeiten, die RV bietet. Dabei habe ich mir einige Sessions herausgesucht, die ich euch vorstellen werde. Unter anderem der Aufbau eines schwarzen Lochs und die Entstehung von Kornkreisen. Am Ende werde ich euch noch von meinen eigenen Erfahrungen erzählen und was ich von Remote Viewing halte, nach meiner eigenen Ausbildung. Denn auch ich habe mich mehrere Monate mit Remote Viewing auseinandergesetzt. Also lasst uns direkt anfangen. Was ist Remote Viewing? Remote Viewing ist eine Technik zur extrasensorischen Wahrnehmung. Bei der Anwendung geht man von einem metaphysischen Datenfeld aus, die meisten nennen dieses Matrix oder das kollektive Unbewusste. In diesem Feld sind alle existenten Informationen gelagert. Dadurch ist es möglich, unabhängig von Raum und Zeit, Daten abzurufen. Hierbei braucht es keine mediale Begabung oder Talente, es ist ein erlernbarer Prozess. Die beste Beschreibung für die Matrix bietet meiner Meinung nach Carl Gustav Jung, der von dem kollektiven Unbewussten spricht. Er definiert es als ein omnipräsentes Informationsfeld, der den Teil der Psyche aller Menschen ausmacht, der nicht durch persönliche Erfahrungen definiert wird. Es ist also nicht das Unterbewusstsein, welches unsere Erinnerungen speichert, und auch nicht unser Wachbewusstsein, sondern eine dritte Instanz, die uns Menschen alle miteinander verbindet. Sobald eine Information in diesem Feld geändert wird, ändert sie sich für alle. Ein Individuum hat also die Möglichkeit, diese Information zu erfassen und auch zu verändern. Das Konzept ist etwas abstrakt, deswegen will ich es einmal vergleichen. Das Internet ist ein Informationsfeld. Wir können nicht physikalisch auf dieses Feld zugreifen, und es liegt außerhalb unserer normalen Wahrnehmung. Hat man allerdings das richtige Werkzeug zur Hand, so kann man auf das World Wide Web zugreifen. Die Daten kann man einsehen, editieren oder auch herunterladen. Beim Remote Viewing surft man sozusagen durch das Cosmic Wide Web, durch die Informationsfelder abseits unserer normalen Wahrnehmung. Wie funktioniert Remote Viewing jetzt und was ist der Nutzen davon? Der große Vorteil von der Fernwahrnehmung ist die Überprüfbarkeit und die sachliche Datenerhebung. Man kann Informationen aus der Matrix beschreiben, ohne sie durch eigene Interpretation zu verfälschen. Der Anwender kennt das Ziel nicht und erhält nur eine zufällige Nummer, die mit dem Ziel verknüpft wird. Das Ziel ist in diesem Fall das Objekt bzw. der Prozess, den man untersuchen möchte. Mit Hilfe des Remote Viewing Protokolls ist er nun in der Lage, das Ziel zu beschreiben und alle relevanten Informationen zu extrahieren. Das Protokoll lässt sich dabei in 6 Stufen unterteilen. Es ist so konzipiert, dass das Bewusstsein des Viewers, also der Anwender der Technik, während der Sitzung fokussiert bleibt und er trotzdem in der Lage ist, die Informationen abzurufen. Pro Stufe steigt dabei die Informationsdichte, sodass man sich Stufe 1 als Kontaktaufnahme mit dem Ziel vorstellen kann und Stufe 6 die Möglichkeit bietet, detailreiche Informationen abzurufen. Alle Eindrücke werden dabei in Text oder als Zeichnung festgehalten und lassen sich am Ende mit dem Ziel selbst überprüfen. Ich denke, ihr alle kennt Malen nach Zahlen. Hier ist es so ähnlich. Beim Anfang hat man noch keine Ahnung, was am Ende herauskommen soll, doch mit jeder Stufe bzw. Farbe erhält man mehr Informationen
und das Ergebnis wird klarer und klarer. Wie genau funktioniert der Ablauf einer Sitzung? Beteiligt sind immer zwei Personen. Einmal der Viewer, der die Informationen aus dem Zielgebiet abruft, und ein sogenannter Monitor. Dieser hat die Aufgabe, den Viewer bei dem Ablauf zu unterstützen und für die fehlerfreie Abwicklung des Protokolls zu sorgen. Zum Beispiel kann dieser individuell nachfragen und dem Viewer helfen, falls dieser stecken bleibt. Bei jeder Session hat man 6 Stufen. Die ersten 3 sind wichtig, um die grundlegenden Informationen aus der Matrix abzurufen. Es sind meistens beschreibende Eindrücke, wie Farben oder Oberflächen. In den Stufen 4 oder 5 geht man konkreter auf Inhalte ein. Das sind zum Beispiel Emotionen beim Zielgebiet oder auch die Funktion des Ziels. Ab der Stufe 6 gibt es dann flexible Vorgehensweisen. Ein Beispiel: Wenn ich eine Remote Viewing Session auf den Eiffelturm mache, dann werde ich in den ersten 3 Stufen Eindrücke, wie zum Beispiel zu der Farbe, der Höhe, der Temperatur vor Ort oder ähnliches bekommen. Ab Stufe 4 wäre ich in der Lage zu beschreiben, wie sich die Menschen fühlen, die gerade vor Ort sind und zu welchem Zweck der Eiffelturm gebaut wurde. Ab Stufe 6 kann man dann mit individuellen Fragestellungen anfangen. Beispielsweise, was wird in den nächsten Jahren mit dem Eiffelturm passieren? All diese Beschreibungen basieren auf den Informationspotenzialen, die wir mit Remote Viewing abrufen können. Unsere komplette Realität besteht aus Informationen, die wir mit der richtigen Methode abrufen können. Dabei sind es nicht nur physische Objekte, die wir ermitteln können, sondern genauso Abläufe, Prozesse, Prognosen, Funktionen. Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Wer ist alles an dem Remote Viewing Prozess beteiligt und wie läuft es ab? Der erste Beteiligte ist der sogenannte Tasker. Dieser hat die Aufgabe, das Target zu definieren. Er ist sozusagen der Aufgabensteller, der festlegt, was der Viewer in der Sitzung viewen soll. Das Target ist dabei das Zielgebiet, welches in einem Dokument festgehalten wird. Da der Viewer nicht wissen darf, um was es sich dabei handelt, bekommt dieser erst am Ende der Sitzung das Dokument zu Gesicht. Das Target wird dabei immer verschlüsselt, sodass der Viewer rational nicht erkennen kann, um was es sich handelt. Noch aus dem Militär stammend, benutzte man dafür Koordinaten. Das sind zufallsgenerierte Zahlenfolgen, die mit dem Target verknüpft sind. Der Viewer bekommt am Anfang der Sitzung nur diese Nummer gesagt und fängt dann mit dem Protokoll an. Kommen wir zu dem nächsten Beteiligten, dem Monitor. Bei einem Großteil der Sessions ist ein sogenannter Monitor anwesend. Dieser überwacht den Ablauf der Sitzung, unterstützt, wo er kann, ohne Hinweise zu liefern und gibt Orientierung. Falls es sich um ein komplexes Target handelt, kann der Monitor wissen, um was es sich handelt, um so die Sitzung in die richtige Richtung zu lenken. Das geschieht, indem er bei bestimmten Stufen des Protokolls nachfragt. Alles ohne dabei zu verraten, um was es sich handelt. Bei einfacheren Targets weiß auch der Monitor nicht, um was es sich handelt. Hierbei spricht man von dem sogenannten Doppelblindverfahren. Das Wichtigste dabei ist, dass der Monitor niemals beeinflussen darf. Er muss dem Viewer freie Hand lassen und sich so passiv wie möglich verhalten. Er ist nur Begleiter und kann bei bestimmten Eindrücken nachfragen, niemals jedoch Hinweise liefern oder gar verunsichern. Zuletzt haben wir da noch den Viewer. Das ist der, der den Auftrag bekommt und mit dem Protokoll das Zielgebiet beschreibt. Er bekommt keinerlei Informationen außer der Targetnummer, also den Koordinaten. Er lässt sich von dem Monitor durch die Sitzung führen und schreibt die Eindrücke auf, die er bekommt. Er ist dabei stets neutral und fängt niemals an, eigene Interpretationen hinzuzufügen. Er muss lediglich das aufschreiben, was er außersinnlich wahrnimmt. Was das praktisch bedeutet, zeige ich euch jetzt. In der Vergangenheit wurden bereits einige Sessions zu höchst interessanten Themen gemacht. Ich will euch jetzt ein paar davon vorstellen. Alle Informationen wurden ausschließlich durch Remote Viewing ermittelt. Wie gesagt, der Viewer weiß dabei nicht, um was es sich für ein Target handelt. Er beschreibt nur die Eindrücke, die er durch die Fernwahrnehmung bekommt. Allein die Tatsache, dass so akkurate Beschreibungen herauskommen, ist erstaunlich. Die Informationsdichte, die dabei jedoch aufkommt, ist fernab von jeglichen Zufällen. Fangen wir an mit 3 Sessions zum Thema schwarze Löcher. Bereits ab Stufe 3 wurden Eindrücke wie Rotationsprozesse oder Kälte beschrieben. Sensorisch wurde dabei das schwarze Loch in 5 Teile gegliedert, die wie folgt beschrieben wurden. Erster Abschnitt: kühl, blau, fein, dampfend. Zweiter Abschnitt:
wolkig, aufsteigend, grüner Dampf, unwirtliche Gegend. Dritter Abschnitt, hart, aber nicht greifbar, braun, rötlich. Vierter Abschnitt, fester Zustand, Prozess führt zur Verfestigung von Dämpfen. Fünfter Abschnitt, runtertropfend auf schwarze Fläche. Wie gesagt, alle Beschreibungen wurden ermittelt, ohne dass der Viewer wusste, um was es sich handelt. Weitere Beschreibungen waren zeitlos, in sich geschlossen rotierend, schimmernd, weiß, gräulich und schwarz. In der zweiten Session gab es klare Eindrücke von Energiestrukturen, die auch so beschrieben wurden. Dem Viewer kam es so vor, als wäre die Sicht gestört bzw. verzerrt. Der Zweck wurde wie folgt beschrieben. Das Loch saugt Dinge ein und macht diese kompakt. Diese geraten daraufhin in eine elliptische Kreisbewegung. Diese Dinge sind schwingende Energieteilchen, die wie eingefroren sind. Es scheint so, als würden diese Energieteilchen in eine Balance bzw. Harmonie gebracht werden. Auch in der dritten Session wurde ein Energiefeld beschrieben, welches dafür sorgt, dass Materie und Energie einbezogen wird und alles auf einen Nullpunkt reduziert. Von dort aus wird alles auf verschiedene Ebenen ausgestrahlt und so wird der Raum definiert. All das sind sehr abstrakte Beschreibungen, jedoch von drei unabhängigen Personen zum selben Target, ohne Vorkenntnisse und ohne zu wissen, um was es sich handelt. Alles ohne Vorbereitung und nur durch das Protokoll, welches durch Remote Viewing zur Verfügung stand. Die Chance, eine so genaue Beschreibung zufällig dreimal zu finden, ist null. Zumal die Beschreibungen auch deckungsgleich mit astrophysikalischen Annahmen sind. Die Skizzen passen auch sehr gut zu den Bildern, die wir von schwarzen Löchern kennen. Machen wir weiter mit einem nicht weniger interessanten Thema. Kornkreise. Auch hier wieder das Standardprozedere. Der Viewer, der das Protokoll durchführt, kennt das Thema und das Ziel nicht. Er beschreibt nur das, was er während dem Protokoll für außersinnliche Eindrücke bekommt. In diesem Rahmen wurden 6 Sessions zu verschiedenen Kornkreisen gemacht. In dem Fall ging es darum zu ermitteln, ob die Kornkreise echt oder gefälscht waren, wie sie entstanden sind und in welchem Zeitraum. Fangen wir mit dem ersten Kornkreis an. Das Bild könnt ihr jetzt sehen. Zuerst wurde hierbei der Entstehungszeitraum eingegrenzt und es konnte ermittelt werden, dass an dem Kornkreis über längere Zeit bis in die frühen Morgenstunden gearbeitet wurde. Bei der Entstehung kam auch heraus, dass mehrere Personen beteiligt waren, die Hilfsmittel benutzten. Dabei erinnerten diese an Seile, Haken und Abdeckplan. Weiter kamen Eindrücke auf, als würden die Personen die Sonne fürchten und ständen unter Zeitdruck. Tatsächlich stellte sich heraus, dass dieser Kornkreis eine Fälschung ist. Es war eine Auftragsarbeit für die BBC, die von der Firma Yale aufgegeben wurde. Das Logo sieht man in der Mitte des Kreises. Machen wir weiter mit einem Kornkreis, der nach einer Remote Viewing Session als authentisch befunden wurde. Es handelt sich dabei um diesen Kornkreis. Erstaunlich war direkt zu Beginn, dass keinerlei menschliche oder mechanische Aktivitäten wahrgenommen wurden. Der Entstehungszeitraum wurde auf Nachmittag festgelegt. Allerdings wurde relativ schnell ein Prozess entdeckt, der unterhalb des Kornkreises wirkte. Dieser führte letztendlich auch zu dem Muster, das wir auf der Erdoberfläche sehen können. Beschrieben wurde ein grelles, rötliches Licht, welches fremdartig wirkte und zum Zeitpunkt der Entstehung des Kornkreises dort auftauchte. Weiterhin wurde ein Objekt beschrieben, welches sich über dem Kornkreis befand und eine Art Energiestrahl absonderte. Dieser Strahl wurde als eine Art Druckstrahl identifiziert, genauere Erkenntnisse konnten nicht ermittelt werden. Das Objekt wurde als weiß-bläulich und fest beschrieben. Das Objekt scheint nicht mechanisch zu sein, sondern Teil eines größeren, nicht-menschlichen Teilbewusstseins. Bei genauerer Beobachtung des Prozesses kam heraus, dass das rötliche Licht zu Beginn den Zweck hat, das Korn zum Reagieren zu bringen. Dies führt zum unmittelbaren Wachstum des Korns. Der wesentliche Anteil bei der Entstehung des Kornkreises scheint jedoch energetischer Natur zu sein und spielt sich unter der Oberfläche ab. Der genauere Sinn dahinter konnte nicht ermittelt werden. Lasst uns das Level direkt hochhalten und wir schauen uns eine sehr interessante Session zum Planeten Jupiter an. Die Session wurde am 12.07.2016 abgehalten und hatte die Aufgabe, die innere Struktur und die äußeren Merkmale von Jupiter zu beschreiben. Dominante Eindrücke gab es hierbei direkt zu Beginn, wie etwa Reibungshitze, sprühende Partikel oder auch Bewegung. Ab Stufe 6 gab es konkrete Beschreibungen zu verschiedenen Strukturen außerhalb des Planeten. Genannt wurden dabei elektrische Spannungen und eine Verdichtung nach unten.
In den tieferen Schichten wurden auch Eindrücke von kristallinen Strukturen wahrgenommen, die herumgewirbelt wurden. Diese Strukturen bewegten sich dabei auf und ab und kletterten sich im Anschluss wieder. Der nächste Zielbereich war das Innere des Jupiters, also der Kernbereich. Eindrücklich war dabei, dass dieser nicht vollkommen massiv ist, sondern durchaus auch dynamische und energetische Vorgänge aufzeigte. Es scheint dort eine blau-weiße Substanz zu geben, die sich um das feste Kernzentrum herum bewegt. Flüssige Partikel scheinen sich vom Inneren des Kerns bis hin zu der Oberfläche des Jupiters zu bewegen. Bei einer groberen Skizzierung des gesamten Planeten konnte auch der berühmte rote Fleck erkannt werden. Allem Anschein nach zufolge nicht nur auf der Oberfläche existent, sondern bis zu 15% in den Planeten gelangend. Dieser entstand laut der Session aufgrund von Wechselwirkungen zwischen der inneren und den äußeren Kräften des Planeten. Die obere Atmosphäre des Planeten ist geprägt von Gaswolken, die sich verdichten, weil der Druck und die Umgebungsdichte zunimmt. Weiter in Richtung Planet kommen später steinfeste Strukturen dazu, die jedoch teilweise fest und auch dynamisch sind. Hier tauchen elektrische Entladungen auf, die an Gewitter erinnern. Im Erdkern, wie bereits angesprochen, findet sich dann ein brennender Kern, fester Krustenbelag und eine Energieschicht, die hochenergetische und physikalische Prozesse auslöst. Eine Visualisierung zu dem Planeten könnt ihr hier sehen. Wie versprochen erzähle ich euch in diesem Video noch von meinen eigenen Erfahrungen mit Remote Viewing. Ich habe dabei eine mehrmonatige Ausbildung bei Benny, einem Mitarbeiter der Erkenntniswerkstatt, absolviert. Dabei ging es um das Verständnis von Remote Viewing und der praktischen Anwendung. Ja, richtig gehört. Diese zwei Videos sind das Resultat einer monatelangen Vorbereitung. Alle Aspekte, die ich euch bisher vorgestellt habe, habe ich auch praktisch genutzt und mich von der Wirkungsweise überzeugt. Im Hintergrund könnt ihr diverse Bilder sehen, die während dieser Zeit entstanden sind. Wir haben viele Sessions absolviert, zu zahlreichen Targets. Von dem Eiffelturm und den vorherrschenden Fremdemotionen vor Ort bis hin zu der Erschaffung von Pyramiden sowie tiefen psychologischen Analysen. In dieser Zeit habe ich sehr schnell gemerkt, dass es kein Zufall sein kann, in mehr als 20 Sessions jedes Mal Ergebnisse zu bekommen, die haargenau zu dem Ziel passen, das nach der Session freigegeben wurde. Ich habe gelernt, dass man keine außersinnliche Begabung braucht, sondern dass es ein erlernbarer Prozess ist, den theoretisch jeder von uns lernen kann. Es braucht kein Talent, sondern einfach nur das Verständnis über das Protokoll. Ich bin mir sicher, dass Remote Viewing in den kommenden Jahren noch sehr viel mehr an Bekanntheit erlangen wird und hoffe, dass das Video natürlich dazu beiträgt. In einem der letzten Sessions beispielsweise, die wir gemacht hatten, ging es um die Lokalisierung von einem Hund, der vor 2 Jahren abgehauen ist. Durch Remote Viewing war es mir möglich, den Standort des Hundes zu ermitteln. Dabei haben wir ein sogenanntes Mapping benutzt, eine Karte, die es ermöglicht, das Zielobjekt auf wenige Meter genau zu bestimmen. Der praktische Nutzen von Remote Viewing ist mindestens genauso interessant wie die ganzen Informationen, die man zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen kann. Sogenannte Mystery Targets, also wie die Kornkreise oder auch der Jupiter, sind natürlich auch sehr interessant. Einer meiner Lieblingsmethoden beim Remote Viewing ist die sogenannte Deep Mind Probe. Es ist sozusagen eine Personenwahrnehmung. Man kann Aussehen, Alter, Geschlecht identifizieren, aber auch sehr viel tiefer gehen. Bei der Persönlichkeitsentwicklung ist es auch ein unglaublich effektives Werkzeug, denn man hat die Möglichkeit, Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Gefahren, Ziele und Wünsche objektiv zu analysieren. Sowohl bewusste als auch unbewusste. Es ist eine Art Schablone, um in sein eigenes Unterbewusstsein hereinzuschauen und die Lösung auf Probleme zu finden, über die man kein Bewusstsein hat. Hat man nun diese Probleme gefunden, ist es ebenso möglich, Lösungen zu finden mit der Problemlösungsschablone. Diese Personenwahrnehmung lässt sich auch auf ganze Personengruppen anwenden. Das Resultat sind Beziehungsanalysen. Hier gibt es das große Potenzial, Kommunikationsschwierigkeiten aufzudecken und vieles mehr. Remote Viewing bietet unglaublich viele Möglichkeiten, egal ob es dabei die verloren gegangene Brieftasche ist, das beste Investment, was man in den Aktien machen sollte, welche Beziehungsprobleme es gibt, welches Haus ich kaufen soll, ob es Außerirdische wirklich gibt oder ob Donald Trump ein Replikant ist. Das alles sind Fragen, die man durch Remote Viewing lösen kann. Die Ausbildung hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, mehr über meine Fähigkeiten und mich selbst zu lernen. Mein Weltbild ist nun auch ein komplett anderes. Und das nicht auf Grundlage von Glauben, sondern durch praktische Selbsterfahrung. Gerade wenn ihr jetzt noch Zweifel an dem Ganzen habt, gibt es nichts Besseres, als es einfach selbst auszuprobieren.
Wenn euch das Thema interessiert, habe ich euch in der Videobeschreibung eine Webseite verlinkt. Die Mitarbeiter Benny und Stefan von der Erkenntniswerkstatt machen meiner Meinung nach den besten Job im deutschen Bereich, das Thema Remote Viewing verständlich zu erklären. Dort seid ihr gut aufgehoben. Auf der Webseite findet ihr weiterführende Informationen zu dem ganzen Themenkomplex. Das Video entstand auch in Kooperation mit den beiden. Morgen gibt es übrigens ein Interview mit den beiden auf der Radiosendung Crop FM. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.